So were the thousands of Palestinian women were mobilized to take part in the national struggle. And at that time, we never questioned the patriarchal social engineering of the power, gender power in the society. So our focus was only on the national struggle to face the Israeli oppression, to resist in different ways, different tools, and we never questioned the gender power relation inside the political parties as well as inside the Palestinian society till the first intifada in 1987. At that time we discovered, you know, that there is, you know, unfair, there is, you know, unlogic relation between men and women in the society, because thousands of women rushed to the streets in demonstration against the Israeli occupation. We use the same tools, the same means, like men use in the first intifada. But we discovered that the Palestinian political leaders, when they want to remember the Palestinian martyrs and to give, to show respect for them, they wrote the names of the male martyrs on the walls of the towns, and they ignored the names of the martyrs, the female martyrs, who were killed by the Israeli bullets, by the Israeli, you know, soldiers. So we felt that something wrong, because we became leader in the street, we led the demonstration, we won the election in the neighborhood to organize the education, because all the schools were closed, the universities were closed, we were under long period of curfews. So, and the issues of health and the issues of the social, you know, support were run by women, because historically we were in this, you know, side of work, social work. So we felt that we are leaders, and we become reference for many people to ask us about the next steps, what will happen in the intifada, what we will do. So we start to plan. And we, when we came back home, you know, this relation of that woman has to obey men, and you know, it's like slavery in a way or another. So we have to do additional role, economic role, political role, national role, productive role, and we feel that it's not fair. And this is why we started to question, what's, you know, the future of our struggle? What kind of state we want? Is, you know, are we, will face the same experience of Algerian women? Also die Frauen waren ja mobilisiert und wir haben aber zu dem Zeitpunkt das Patriarchat überhaupt nicht in Frage gestellt. Wir waren total konzentriert auf die Bekämpfung der Besatzung. Wir haben also viele Fragen überhaupt nicht gestellt zu dem Zeitpunkt. Doch die Frauen waren sehr aktiv, sie gingen auf die Straße, sie haben protestiert, sie haben mitorganisiert im Widerstand. Und erst mit der ersten Intifada haben die Frauen allerdings gemerkt, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist. Denn sie haben gemerkt, dass sie zwar eine führende Rolle spielen, die sich sehr massiv beteiligen an allen Protesten und an allen Widerstandsaktivitäten, doch wenn eine Frau dann zum Opfer fiel, dann haben die Anführer der Intifada irgendwie diese weiblichen gefallenen Widerstandskämpferinnen sozusagen ignoriert und haben nur die männlichen dann gefeiert auf ihren Plakaten, auf ihren Poster, die sie dann gemacht haben. Und wir haben dann gemerkt, ja, irgendwie stimmt hier etwas nicht. Während der des
Wenn die Frauen oder wenn die Bevölkerung nicht auf die Straße raus konnte, dann war es eher die Frauen, die dann die Proteste organisiert haben. Sie waren ja schon geübt durch ihre soziale Arbeit, dass sie immer eine führende Rolle gespielt haben. Sie wurden um Rat gefragt und so weiter. Also sie haben gespürt, wir haben Führungsqualitäten, doch wir werden, gerade wenn wir dann nach Hause kommen, mit einer klassischen Rollensituation dann nochmal konfrontiert, und es wird von uns, werden noch weitere Aufgaben von uns auch erwartet. Und das empfanden wir als unfair, und deswegen haben wir angefangen, neue Fragen zu stellen. So we started to question our relationship with the political parties, and we started, to focus on our role in decision-making circles and within the political parties. Especially, after the emerge of the Hamas as a political Islamic faction, when they, start to show their domination on the Palestinian society through our bodies. When they impose on us to wear the hijab in 1989, and we consider, this act as violation to our rights. We are not against hijab, but we are against enforce the hijab on women. So we ask the left groups, left political parties, as well as Fatah group, to support us, because this is for us was violation to our human rights. And it was a big shock for us, because the left parties as well as the conservative parties, they said, it's not our priority now. We don't want to enter civil war. We are conservative, Islamic society. Why you don't wear the hijab? So we discovered that they start to cheat us before the creation of the Palestinian state. At that time, during the Intifada, we thought that we are approaching how to achieve, we are in the process, on our way to achieve our demand to have independent Palestinian state. And I think that the role of women in the resistance of women in Palestine, leads as part of the national struggle, lead to Madrid conference and to the peace process. And then we discovered that maybe we have to make space between the women social movement and the political parties. And we told them, look, we have different choices. Maybe we have to empower and to organize more women in the political parties to change the patriarchal mentality in these political parties. Or maybe we will create our political party, or we have to boycott all political parties. And it was not easy period for us, because also there is emotional, psychological, impact of this process. And Okay. Also wir haben hier zum ersten Mal dann angefangen, unsere Rolle innerhalb der Bewegung auch in Frage zu stellen. Wir haben unsere Rolle in den politischen Parteien hinterfragt, vor allem als Hamas immer dominanter wurde auf der politischen Ebene und ihre Mitglieder uns, also die Frauen, offen aufforderten, Kopftücher zu tragen. Da haben wir zwar kein Problem prinzipiell mit dem Kopftuch, jeder sollte das aber eben freiwillig tun und sollte nicht dazu gezwungen werden oder aufgefordert werden. Wir haben damals dann gedacht, wir sollten vielleicht unsere linken Freunde kontaktieren und sie um Unterstützung in diesem Zusammenhang bitten. Doch waren wir sehr enttäuscht, dass sie da diesen Konflikt gemieden haben. Und sie haben uns gesagt, ja, wir sind doch eine sehr konservative Gesellschaft. Warum tragen sie denn keine Kopftücher? Also anstatt, dass sie uns unterstützen, haben sie eher da gezeigt, dass sie da nicht die richtigen Partner für uns waren. Und so standen wir vor einer Entscheidung, was machen wir? Wir haben verstanden, wir müssen vielleicht dann doch die
den Kampf der Frauen in Palästina trennen von dem globalen nationalen Kampf. Und wir dachten, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das dann anstellen können. Eine Möglichkeit wäre, dass wir die Frauen innerhalb der Parteien stärken und versuchen dann innerhalb der Parteien dann doch dann die Dinge zu verändern und Einfluss zu bekommen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Frauen selbst ihre eigenen Parteien gründen, und vielleicht die dritte Möglichkeit wäre, dass sie alle Parteien einfach boykottieren und dann nichts mehr zur Unterstützung tun. Ja. So we realize that we have to sit up our strategy and to identify our priority and to, you know, work with, according to our own interests. And there was, you know, agreement between different women groups that we have to make balance in our struggle. We have to make balance between our national struggle against the occupation and our social democratic, you know, citizenship rights in within the Palestinian society. So just to focus on occupation will not bring our freedom, because you can't turn the freedom to pieces. And for us, when we talk about security, we mean human security. It's not only, you know, deal with the military concept, but also it includes the social justice, access to education, access to health, gender equality in all level of the different structures in within the society. Also wir waren, uns war klar, wir müssen unsere eigene Strategie aufzeigen oder entwickeln, wir müssen unsere eigenen Prioritäten definieren und wir müssen natürlich auch um unsere eigenen Bedürfnisse uns kümmern. Wir haben gleichzeitig auch eine Balance zu halten zwischen unseren Aufgaben, einmal im Kampf für die Unabhängigkeit, also im Kampf gegen die Besatzung, und aber gleichzeitig müssen wir auch uns für Gleichheit innerhalb der eigenen Gesellschaft dann einsetzen. Wir haben verstanden, dass wir kämpfen müssen, einfach um einen gleichberechtigten Zugang zu bekommen zur Bildung, zur Gesundheitsvorsorge etc. Genauso wie wir dann auch gleichzeitig uns um unsere eigene Sicherheit kümmern müssen, sprich, dass wir auch gegen die israelische Besatzung weiterhin auch uns einsetzen müssen. So in 1994 we published what we call it the Palestinian Legal Charter, which reflects our vision towards our legal status within the Palestinian Authority. And we focus on the civil rights in accordance to the international references of the Human Rights Declaration, CEDAW, the UN Convention to Eliminate All Discrimination Against Women. And we focus on gender equality in all laws, because, you know, in 1994, the Palestinian Authority was emerged according to Oslo Agreement. So 1994 haben wir deshalb auch die palästinensische Rechtecharta entwickelt, die unsere Vision wiedergab für eine eigene palästinensische Gesellschaft. Wir haben uns gestützt auf bereits vorhandene Menschenrechtsstandards, und auch auf die Standards innerhalb der UN, die sich dafür einsetzen, dass jede Art von Diskriminierung gegenüber Frauen oder auch sonstige Formen von Diskriminierungen dann auch, wir haben uns also darauf gestützt, auf diese Standards, und haben damit angefangen, auch eine neue Ära in unserem Kampf zu starten. And in 1996, the first election for the Palestinian Parliament, we thought that the Palestinian Authority, the political parties, will acknowledge our role during, you know, the whole period of the struggle. Then, you know, we were disappointed because there was no space for women.
no political parties support women. So 27 women ran for election, and we had only five women won out of 88% members of the seats of the parliament. 1996 gab es die ersten Parlamentswahlen in Palästina. Wir haben gedacht, dass inzwischen die Parteien unseren Einsatz und unsere Rolle würdigen würden. Doch wir waren leider wieder enttäuscht. 27 Frauen haben damals für einen Parlamentssitz kandidiert. Nur 5 von ihnen wurden gewählt. 5, also Frauen haben nur 5 von 88 Parlamentssitzen bekommen. So it was the other shock for the Messian woman. And then we decided to build coalition with democratic forces, independent people, male, female, and we built coalition to change the election law and to have quota for women. And we won. We had only 20% seats for women. Only in the half of the parliament, only in the lists of political parties, but in the candidate who come from the region, there is no seats, no chance for women. Das Ergebnis war für palästinensische Frauen ein Schock, und deswegen haben sie angefangen, jetzt Koalitionen zu bilden mit Unabhängigen, mit Organisationen der Zivilgesellschaft, und haben versucht, dann Änderungen herbeizuführen, und mit einem gewissen Erfolg vielleicht, denn wir hatten dann für die nächsten Wahlen wurden mindestens 20% Frauen nominiert auf den Wahllisten. Allerdings da, wo es in den Regionen direkt gewählt wurde, gab es gar keinen Platz für Frauen. So in the next election 2006 for the parliament, 17 women won out of 132 seats. And the majority are from Hamas, because Hamas won the majority of the seats of the parliament. And for us it was a democratic process, and as women movement, the majority of women movement, you know, struggle inside the Bessia society that we have to respect the outcome of the election, because this is, you know, the trend of democracy. It's not, you know, you can't control democracy according, you know, to your interest as political group. And we won 2 seats at least in each local councils and municipality, and in the local authorities election many women became the chairperson of the local councils, and many members became more than 2 seats in many places, many villages we have more than 2 seats for women. In this experience, you know, we brought different image of the Palestinian woman in leadership and different style of leadership. Women shows that they are more committed to the objectives, not to the power struggle. And all the time they try to push women to the corner and to give them the responsibility of children care and, you know, social care in the local council. So our role as women movement is to empower women as leaders and to engage them in all aspects of the function of the local councils and municipalities. Im Jahr 2006 gab es die nächsten Parlamentswahlen, und da haben 17 Frauen einen Sitz gewinnen können. 17 von 132 Sitzen insgesamt. Die Mehrheit der gewählten Frauen gehörten der Hamas an, denn Hamas hatte ja auch insgesamt die Wahlen 2006 gewonnen und hatte eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament. Für uns war das auch trotzdem ein, in diesem demokratischen Prozess war das auch ein Lernprozess für uns, zu akzeptieren, dass die Parlamentwahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind.
Wir haben aber bei den Kommunalwahlen auch sehr große Erfolge erzielen können, denn in den meisten Kommunen konnten mindestens zwei Frauen auch bei den Kommunalwahlen gewinnen, und sodass in vielen Stadträten mindestens zwei Frauen vertreten waren. In einigen Stadträten wurden sogar Frauen als Vorsitzende gewählt. Und so konnte ein anderes Bild, ein anderer Stil in der Führung gezeigt werden. Frauen neigen dazu, sich verbindlicher zu zeigen in der Politik, und sie haben dadurch das ein neues Bild prägen können, auch wenn viele nach wie vor die traditionelle Rolle der Frauen sehen wollten, also dass die Frauen viel mehr in der Küche oder bei den Kindern bleiben sollten. Unser Verständnis für die Rolle der Frau ist aber eher, den Frauen eben die Macht zu geben, die Möglichkeit zu geben, dass sie in Führungspositionen arbeiten können. And due to our struggle also inside the Abyssinian Authority, we succeed to form special units inside the police to protect women from domestic violence. And we participated in training these police to be more sensitive to the issues of violence against women. And we succeed also to make some changes in the labor law and to have equality between men and women in our constitution, our labor law. Also, we succeeded, you know, to make gender auditing in each ministry to treat the imbalance between men and women in the level, in the position, and within the Palestinian government. Wir haben also auch innerhalb der Autonomiebehörde sehr viel dann agiert, sehr viel versucht, dann Lobbyarbeit für die Frauen zu betreiben, mit gewissen Erfolgen auch. Zum Beispiel wurde eine spezielle Einheit der Polizei gebildet, die sich dann mit Gewalt in der Familie gegen Frauen vor allem, also zum Schutz der Frauen gegen häusliche Gewalt, wurde eine spezielle Polizeidivision gegründet. Wir haben erreicht, dass gewisse Änderungen im Arbeitsrecht umgesetzt werden konnten, um für Frauen bessere Bedingungen bei der Arbeit zu haben. Wir haben auch in den Ministerien Kontrollgremien einrichten können, die sich um die Gleichheit oder um die Chancengleichheit auch für Frauen dann kümmern müssen. So we will press the duty bearer, the Palestinian Authority, to create political will, to have gender equality in practice in the daily life of women. Not only, you know, to have just, we have 6 ministers, female ministers out of 13. So what to have only, it's important to have 6 ministers, but it's not enough. Our struggle there is to give an option for women to practice their self-determination in their daily life, in the private sector, in the family, as well as in the public life, in politics and in economy, and in all aspects of the Palestinian society development. Wir versuchen natürlich vor allem eben in der Praxis relevante Änderungen für Frauen durchzusetzen. Wir haben zwar jetzt 6 weibliche Minister von insgesamt 13, aber das an sich sagt natürlich nicht viel aus. Unsere Sorge ist vor allem im Alltag, dass wir für Frauen Optionen schaffen, die ihnen eine bessere Situation in der Gesellschaft ermöglichen. Besides this struggle in our society, we continue our struggle against occupation. So we cooperate with peace groups, women peace groups inside Israel, to raise the Palestinian message to the whole world, to the EU, to the American administration, to the Quartet, to the United Nations, to make Israel accountable to the international humanitarian law. And these, you know, voices for a just peace
was, you know, presenting the Palestinian woman vision and the peace activist vision that what we need is not peace in pieces, what not military arrangement, not arrangement of the conflict. We have to tackle the root of the conflict, which means that we have to open the file of al-Nakba, the right of the refugees. Zusätzlich machen wir natürlich auch weiter Druck im Kampf gegen die Besatzung. Wir haben vor allem in Zusammenarbeit mit israelischen Frauenorganisationen in Israel versucht, dass unsere Stimme auch in den internationalen Gremien bei der UN und bei vielen Zusammenkünften international, dass unsere Stimme gehört wird, damit Israel gezwungen wird, auch diese Menschenrechtsstandards zu respektieren. Wir denken, dass wir kein Management der Besatzung brauchen. Wir müssen unbedingt die Gründe der Besatzung, müssen an die Wurzeln der Situation rangehen. Wir müssen nämlich die Nakba, also die Vertreibung der Palästinenser von 1948 behandeln, damit wir einen gerechten Frieden erreichen können. So we do believe in peace, but peace with clear objective, with timetable, with transparency and inclusion of all sectors of the two societies, I mean civil society in addition to the politician. And without the interference of the international community, without the interference of you, mainly people in Europe, peace camp, solidarity groups, to make Israel accountable to the international law, and not, you know, to make this, you know, illusion that we are equal, that we have the occupation, but the Israeli face the rocket from Gaza against Sderot. And just this, you know, rhythm of this symphony that you talk about the Israeli security. History gives us a lot of lessons. We have to learn that there is no security for the occupier, unless the occupied people have their own security. We accept the compromise to have 22% from historical Palestine. We accept this two-state solution because of the international pressure on us due to the power balance in the international arena, in the global international power. But it seems that even the 22%, we have to give more and to have less land. Only now we have 12% of land under the Palestinian Authority. Till now we are under occupation. This is the reality of the situation and the daily facts that the Israeli occupation put on the ground. Wir glauben mit Sicherheit an Frieden, aber wir glauben auf jeden Fall an einen gerechten Frieden, an einen Zeitplan für einen Frieden, der sehr klar definiert ist, an klare Optionen, an Transparenz in den Verträgen und Einbeziehung der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten. Wir sind überzeugt, dass wir ohne die Unterstützung der Weltgemeinschaft, ohne die Unterstützung der Menschen, vor allem hier in Europa, ohne dass wir von Israel fordern, dass sie Rechenschaft abgeben, dass sie die internationalen Normen respektieren, ohne das alles werden wir zu keinem dauerhaften Frieden kommen. Wir sollten aber auch nicht den Fehler machen, dass wir so eine Art Gleichgewicht suggerieren, so nach dem Motto, auf der einen Seite die legitimen Forderungen der Palästinenser, auf der anderen Seite hätten wir ein Problem der Sicherheit Israels, denn die Geschichte lehrt uns, dass Besatzer
noch nie in der Geschichte in Sicherheit leben konnten, wenn die Besetzten nicht auch ihre Sicherheit bekommen haben. Also man sollte das Thema Sicherheit nicht einseitig angehen. Wir haben unter sehr massivem internationalem Druck eine Zwei-Staaten-Lösung damals akzeptiert, die uns nicht einmal 22% des Territoriums von historisch Palästina gab. Und selbst das ist den Israelis leider nicht genug. Wir haben heute effektiv nicht mehr als 11% unter Kontrolle der Palästinenser. Und das wird mit Sicherheit so zu keiner dauerhaften Situation führen können. So the incubation is blowing up the two-state solution and this bring alternative to the Palestinian people to think about alternative. And to be frank with you, the majority of youth, women, start to think about the one-state solution. This is the only option after this 20 years of what's so-called peace process, which enhanced the incubation, the military incubation, which, you know, give the illusion that there's Palestinian, you know, civil administration, whatever you people would like to call it, Embraer, state, Abu Mazen, Hamas, state, but in reality, all of us still under incubation, and the incubation eats our land every day, eats our soul every day. You can't imagine that if I fall in love with a man from East Jerusalem, I can't continue my love with him because it's forbidden for me to go and live in Jerusalem. And the same for a man from Jerusalem or from Yafa or from Akka who will fall in love with a woman from West Bank, he can't continue his life with her. So even, you know, to have the right to choose and to decide private issues in your life, private rights, private approach, the Israeli occupation interfere. It's there. Control our life, control our body, control our mobility, control our thinking. It's not easy, you know. So the problem with Oslo, you know, that it seems that the whole world fed up from this conflict, prolonged conflict. And then they try to leave us alone to resolve the conflict, the Palestinian and the Israeli. And they ignore the asymmetry between the occupied people and the occupation power. This is the problem. We can't equalize people under occupation and the occupied power. Ja, die Besatzung letztendlich zerstört jeden Tag die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und deshalb, gerade die Jugend in Palästina denkt heute auch nicht mehr daran, dass das jemals eine dauerhafte Lösung sein kann. Und die Menschen denken über Alternativen nach. Und die einzige vernünftige Alternative für diese jungen Menschen ist, dass sie heute viel eher an eine Einstaatenlösung denken, sprich, dass Palästinenser, Israelis, also Juden, Muslime, Christen zusammenleben in einem Staat als gleichberechtigte Bürger. Denn egal, wie man es die Situation heute nennt, diese Zwei-Staaten-Lösung wird den Palästinensern nie eine richtige Freiheit bringen. Sie werden immer kontrolliert sein von der Besatzung. In jedem Detail ihres Lebens sind sie heute unter Kontrolle der Besatzung. Ihre Art zu denken wird von der Besatzung kontrolliert. Ihre Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt durch die Besatzung. In diesem Arrangement mit der Zwei-Staaten-Lösung ist es nicht einmal möglich, dass die Menschen privat ihr Leben planen können. Wenn ich mich in jemanden verliebe, der in Jerusalem wohnt beispielsweise, habe ich keine Möglichkeit, mein Leben mit ihm zusammen zu verbringen, denn weder darf ich zu ihm, noch darf er zu mir. Genauso ist es, wenn irgendjemand aus Haifa oder Jaffa oder aus irgendeiner anderen Stadt jemanden aus der Westbank heiraten sollte, ist es genauso nicht möglich, dass sie gemeinsam
in Palästina leben können. Das verbietet die Besatzung. Das Problem von Oslo ist vielleicht auch, dass viele denken, dass man die Kontrahenten alleine lassen sollte und sie finden schon irgendeine Lösung heraus. Und man ignoriert dabei, dass es eine eklatante Schieflage gibt, eine unglaubliche fehlende Balance zwischen dem Besatzer und den Besatzten. Da kann es ohne Unterstützung von außen keine endgültige Lösung geben. Before we start our lecture, 4 minutes, I meet with our friend from Valencia, from Spain. Yeah, I told him I will never forget Valencia, not because of the taste of its orange, because it was the first time since long, long time for me to meet the Mediterranean Sea. It's not easy to visit the sea, to go to the beach, because I can't move without permission. There is a lot of checkpoints, and I know that you have this information, you know. So when I met the Mediterranean, I felt how ugly this occupation, really. Even if my community give me, you know, the access to travel and empower me, still I'm disempowered because of the occupation. So we can't talk about women freedom in the social culture, this social discourse only, in the legal system. It's also connected to the freedom of occupation. Thank you. Wissen Sie, 4 Minuten bevor ich mit meinem Vortrag hier begonnen habe, habe ich mit einem Freund aus Valencia mich unterhalten, und für mich war das, habe ich gesagt, ich vergesse Valencia nie, nicht wegen des tollen Geschmacks der Orangen dort, sondern vielmehr wegen des Mittelmeers. Oder ich habe, es ist, Sie wissen, für mich unter der Besatzung ist die Bewegungsfreiheit ja sehr eingeschränkt, deswegen ist es für mich nicht so ohne weiteres möglich, das überhaupt an das Meer zu kommen. Und als ich das erste Mal dieses wunderschöne Meer gesehen habe, habe ich auch noch viel tiefer gespürt, wie hässlich die Besatzung ist. Sie können nicht über die Freiheit der Frauen sprechen, über die Befähigung der Frauen für ihre eigenen Sachen zu kämpfen, solange wir unter so einer Besatzung leben. Vielen Dank, dass Sie zuhören.